Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, hier von der European Bike Week in Farg. Draußen ist das Wetter scheiße, aber herinnen sind die Motorräder schön. Die sind nämlich von Thunderbike, dem weltberühmten Customizer, kann man sagen. Neben mir Big Boss Andy. Der ist wirklich big, weil ich bin schon 2 Meter. Andi, wir haben uns gerade ein waschechtes Custom-Bike angesehen, wie man sich das vorstellt. Alles handmade bei euch, nichts von der Stange. Und hier haben wir jetzt 2 Sportster-Modelle als Basis, die aber auch sehr spektakulär aussehen, in 2 komplett verschiedenen Stilen. Vielleicht kannst du mal zur Linken, zu dem Motorrad sagen, was für Teile entwickelt ihr da? Was wurde hier gemacht? Also es ist im Ursprung eine 48. Und hier haben wir so einen Kaffee-Racer rausgebaut, in dem wir eigentlich einen Heckteil von uns genommen haben, die Lampenverkleidung, Auspuffanlage, Luftfilter und etwas andere Reifen, also mit diesen dicken Stollen, das passt halt zu dem ganzen Thema recht gut. Und sowas lässt sich natürlich auch sehr viel leichter und erschwinglicher umbauen. Jetzt sehe ich da, die Spiegel sind hier nach unten versetzt. Ich habe auch hier links das Nummernschild, das heißt, ihr wisst schon genau, was möglich ist und was man so machen kann. Ja gut, die Spiegel unterm Lenker hat die 48 serienmäßig. Das passt auch ganz gut jetzt zu diesem Stil hier. Seitlich versetztes Kennzeichen ist ja mittlerweile auch erlaubt, also alles gut. Dann zur Rechten, das ist mehr so für mich jetzt der, sage ich jetzt mal, Easy Rider Hippie-Stil. Ganz sexy Lenker. Was haben wir hier alles Schönes drauf? Also es soll so ein bisschen der 70-Style sein, ne? So typische Fonda-Geschichte. Und hier haben wir eine Tankerhöhung, einen kurzen Heckfender, einen kleinen Lenker und alles schön schmal gehalten, damit halt so ein Chopper rüberkommt. Du hast gesagt, dass ihr das ganz viel macht, ist eigentlich fast euer, jetzt sag ich mal, Hauptgeschäft. Wo liegen wir da preislich bei diesen Umbau und bei diesen? Also hier werden wir ungefähr bei 15 liegen und ja bei 20. Das kann sogar ich mir leisten mit meinem 1000 PS Gehalt. Okay, vielen Dank, dann schauen wir vielleicht, was ihr sonst noch hier stehen habt. Okay, danke. Gerne.